Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Old World. Wir sind auf Twitch live unterwegs, mittlerweile Ende Mai 2024. Oder sind wir in der Antike? Könnte auch sein, mit den Persern. Ich zeichne auch für YouTube. Playlist auf YouTube, dort oben in der Ecke. Ja, ich habe es gesehen, alles gut. Und außerdem, ich weise gerne nur nochmal darauf hin, zum Release des DLCs Behind the Throne. Am 28. Mai werde ich einen Kunidi-Gutscheincode für Games Planet haben für dieses schöne Spiel, für das Add-on. Kann auch sein, dass Old World dann reduziert sein wird, das weiß ich nicht genau. Auf Twitch wird jetzt die Seite gepostet, die tagesaktuelle Übersichtsseite mit unseren Kunidi-Gutscheincodes. Auf YouTube findet ihr die Seite hier drunter in der Textbeschreibung. Weiter Leute, viel Vergnügen hier. Und wir haben die erste Stadt gegründet und wenn ihr jetzt euch das mal anschauen magt, in dem Augenblick, in dem Augenblick, in dem wir Parsa gegründet haben, soll der Stadt nicht einen anderen Namen geben? Ja, ne? Wie heißt die Stadt hier? Sie heißt nicht Parsa, sie heißt... Wie heißt die Stadt, Leute? Namensvorschläge bitte, meine Damen und Herren. Ein Namensvorschlag für Parsa. Persabulle. Kuscheltown. Was? Old Bull? Also gerne irgendwas, was zur Antike passt, Leute. Also wir wollen uns nicht zu weit aus der Spielwelt hier entfernen. Ja? Also nein, Düsseldorf leider nicht, tut mir leid. Irgendwas, was auch ein bisschen persisch klingt, Leute. Es muss ja nicht alles hier mit Bulle sein und so. Bultica. Das finde ich bislang am schönsten. Das können wir machen. Persepolis. Bulopolis würde, können wir auch nehmen. Bulopolis? Bulbion? Nein, wir sind nicht die Babylonier. Wir nehmen, guter Vorschlag von Mywind, wir nehmen Persepolis und taufen das um in Bulopolis. Das ist okay. Einmal Bulopolis hier. Ja. Und dann schauen wir, was wir hier... Dann wollen wir erstmal die Einheiten anschauen, die wir geschenkt bekommen haben. Wir haben einen Handwerker geschenkt, mit dem können wir einen Arbeiter, Modernisierung bauen, wir können Straßen bauen später im Spiel, wir können Holz fällen und abpacken, Geländemodernisierung bauen, wir können auch Gebäude sogar bauen. Gebäude kann man bauen innerhalb der Stadt selber, nee, baut man in der Regel außerhalb der Stadt auf Geländefeldern daneben. Die werden von dem Kollegen dann gebaut hier. Und Achtung, denkt dran, wir haben nur noch 6 Aktionspunkte, 12 haben wir nächste Runde neu dazu, 2 bekommen wir dazu, dass wir gerade irgendeinen Bonus bekommen haben hier. Und dann haben wir eine erste Militäreinheit, die können wir uns durch mit Pesk für Scouten hier losschicken, das ist ein Schleuderer, also eine erste einfache Fernkampfeinheit. Und wir haben hier vorne einen Kundschafter. Und der Kundschafter, klar, hat eine weite Sicht, kann weit laufen. Seht ihr, er kann sich auch verstecken, ziehe mit ihm in den Wald rein. Am Ende eines Zuges wird er nicht erkannt von anderen. Es sei denn, die laufen direkt in ihn rein natürlich. Und der ist gut geeignet, um Geländefelder aufzudecken. Und er hat noch einen zweiten Vorteil. Wir können mit ihm nämlich, mit allen Einheiten glaube ich sogar, also mit ihm auf jeden Fall, können wir auf Geländefelder mit besonderen Merkmalen, also auf Ressourcen wie die Pferde, draufziehen, die außerhalb unserer kulturellen Grenzen liegen und können deren Ressourcen einmalig ernten. Dann bekommen wir einmal so einen kleinen Bonus. Und dann dauert es einige Runden, also es gibt so einen Cooldown, bis es wieder ist. Also alle, ich weiß nicht, 10, 15 Runden oder so kann man das dann wieder machen. Und das ist später im Spiel eigentlich dann egal. Aber zu Beginn ist das eine extrem coole Möglichkeit, um an Ressourcen ranzukommen, an Geld zum Beispiel. Und unten rechts seht ihr im Tooltip hier, dass wenn man hier das mal bei den Pferden macht, ist es zum Beispiel 75 Gold dann bringt für die Schatzkammer. Aber jetzt achtet noch auf zwei andere Sachen. Zum einen haben wir dieses Gebäude hier geschenkt bekommen. Die Hauptstadt startet mit einer Garnison. Die gibt uns auch einen halben Aktionspunkt mehr pro Runde. Und die andere sehr coole Geschichte hier oben, das ist gerade enthüllt worden hier. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben hier oben gerade etwas entdeckt. Dieses Geländefeld hier. Das sind so bestimmte Geländemerkmale, die bei Partiegenerierung auf der Karte versteckt platziert werden. Uralt Ruinen. Und wenn wir damit reinziehen mit unserem Scout, dann kommt ein Event. Mit einem coolen, eventuell auch mal einem blöden Bonus, in der Regel allerdings mit einem richtig coolen. Das kann man nur einmal machen, dem Augenblick, den man reinzieht, nicht mehrfach. Und das würde ich gerne machen. Fips, vielen Dank fürs 33. Abo. Grüße an Fips hier. Also da sollten wir auf jeden Fall hin und mit ihm hier
können wir hier unten allerdings auch was plündern. Und ich würde natürlich gerne hier eine erste Sache bauen. Und was man hier bauen kann, das hängt davon ab, auf welchem Geländefeld wir stehen. Wir könnten zum Beispiel, ich zeige euch erstmal die Siegbedingungen, die gibt es hier oben im Spiel. Es gibt die Möglichkeit, einen Ambionssieg zu bekommen. Das ist eine Sache. Ich glaube, das können nur wir machen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das eine Siegvoraussetzung, die nur wir erreichen können als menschlicher Spieler. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube, das geht nur durch uns. Und damit müssen wir 10 Ambitionen erfüllen. Das heißt, wir setzen uns nachher Ziele im Spiel. Und wenn wir diese Ziele erfüllen, bekommen wir dafür einen Bonus. Und das Ziel muss der amtierende Herrscher erfüllen. Und wenn der Herrscher abgenippelt ist, dann kann der die Ambition nicht mehr erfüllen, aber für eine begrenzte Anzahl von Jahren noch kann dessen Nachfolger oder dessen Nachfolger das dann noch als Vermächtnis erfüllen. Und wenn wir 10 dieser Ambitionen erfüllt haben, dann haben wir eine Partie gewonnen. Alternativ, das ist der Siegesbildschirm, kann man auch einen Punktesieg erringen. Das funktioniert allerdings, den kann auch die KI-Konkurrenten erreichen. Also wenn wir das hängt von der Kartengröße, glaube ich, ab und vom Schwierigkeitsgrad. Wenn also irgendeiner, wir oder einer der 4 Gegner, 56 Punkte erlangt haben, ist die Partie vorbei. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine dritte Standard-Sieg-Variante. Ich glaube, das ist hier auch aktiviert. Und zwar, wenn wir hier Doppelsieg. Wenn wir doppelt so viele Siegpunkte erreicht haben wie irgendjemand anders, dann haben wir auch gewonnen. Dann haben wir vorzeitig gewonnen. Also das Spiel sagt quasi, sollten wir frühzeitig auch total auf der Siegesstraße sein, dann will uns das Spiel nicht zwingen, wie bei vielen anderen VX-Spielen sonst noch, uns bis zum Ende der Partie mühsam durchklicken zu müssen. Sonst wird uns erlaubt, hier hast du 28 Siegpunkte erreicht, also doppelt so viele wie alle anderen und mindestens 28, dann hast du einen Doppelsieg geholt. Ja, Eroberungssieg heißt alle anderen umbringen. Punktesieg habe ich gerade erklärt und das ist der Ambitionssieg, der nur für uns gilt. Das sind die 10 Siegvarianten, die standardmäßig aktiviert sind hier im Spiel, die man allerdings bei Partiestart auch an- und ausknipsen kann. Okay? So, und jetzt ziehen wir mal rum und schauen mal erstmal, was wir mit ihm wo bauen. Und eine Sache ist noch wichtig, wenn wir am Rande unseres Territoriums eine Modernisierung bauen, zum Beispiel hier oder hier, ich demonstriere euch das mal, wenn wir hier mal hingehen, das können wir nachher wieder zurücknehmen, wir bauen hier einen Bauernhof, dann können wir nachher auf dem Bauernhof einen Spezialisten arbeiten lassen, also einen Bürgerpunkt in der Stadt umwandeln in einen Spezialisten. Das muss ein paar Runden lang durch Bau durchführen. Danach werden dann mehrere Geländefelder der Stadt hinzugefügt. Ja, also dann würden diese beiden zum Beispiel, also das weiß man immer dann im Nachhinein, die würden dann zum Beispiel zu den Kulturgrenzen hinzugefügt werden. Und so könnten wir allmählich die Grenzen unserer Stadt ausdehnen und zu spannenden Geländefeldern hin vorarbeiten. Wir wollen ja zum Beispiel unbedingt hier die Viehweide bekommen. Und wenn wir dann hier oder hier eine Modernisierung draufbauen und die mit einem Experten ausdehnen, kommen wir dann irgendwann zu den Pferden hin und zu dem Vieh hier unten. Das hier unten sind Pelze, die können wir auch versuchen auf diese Weise zu bekommen. Das wäre auch ein Luxusgut, das wir erhalten würden. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns mal hier vorne hin, hier können wir einen Bauernhof draufbauen. Das ist auch wichtig. Wir gucken uns mal eine Stadt an und was es hier gibt. Wir haben in der Stadt zum einen eine lokale Ressource. Die lokale Ressource heißt Wachstum. Daniel, danke für ein Jahr dabei sein, lieber Namensvetter. Lieben guten Abend auch an dich. Hallo Daniel. Wachstum ist eine lokale Ressource, keine Reichsweite. Und unten seht ihr hier vorne, da seht ihr die Bürgeranzahl in der Stadt. Wir haben im Augenblick in der Stadt einen Bürger. Das heißt, wir könnten einen Bürger umwandeln in einen Spezialisten. Und wenn wir 100 Wachstum akkumuliert, also angesammelt haben, dann wird das umgewandelt in einen weiteren Bürger, also in 2 Bürger. Und wenn wir das im normalen Tempo machen, dann hätten wir das nie erreichen, weil wir im Augenblick gar kein Wachstum in der Stadt haben. Wir haben null Wachstum pro Runde. Deshalb steht da plus null halt, ne? Und wenn wir hier oben also zum Beispiel hier so hier drauf einen Bauernhof bauen, hier, schaut mal hier links unten, hier rechts unten, dann generiert er 2 Wachstum pro Runde. Und so hätten wir dann in 50 Runden einen zweiten Bürger.
Ja, dauert natürlich immens lang, aber wir werden bald neue Quellen freischalten. Und wir würden 10 Nahrung generieren. Nahrung ist bei Civilization was anderes als bei Old World. Nahrung sorgt hier nicht für Bevölkerungswachstum. Also nicht denken, viel Nahrung, viele Bürger. Das, was zu Bevölkerungswachstum führt, ist Wachstum, nicht Nahrung. Also da vorne könnte man einen Bauernhof bauen und der wird der Vorteil uns geben, dass wir auch mehr Nahrung generieren. Nahrung braucht man später für Einheiten zum Beispiel. Hier unten hin, da können wir hingehen. Und dann brauchen wir im Spiel Militär. Militär, dadurch können wir Militäreinheiten bauen in der Stadt. Und wir brauchen Stadtkapital. Und Stadtkapital sorgt dafür, dass wir entweder eine bestimmte Verordnung durchführen können, ein Projekt, aber auch dafür, dass wir einen Bürger umwandeln können in einen Experten. Also wenn wir hier nachher einen Landwirt als Spezialisten haben werden, dann werden wir den rekrutieren mit Stadtkapitalpunkten. Normalerweise hat man 8 in einer Stadt und dadurch, dass wir eine spezielle Familie, eine Politikerfamilie untergebracht haben, haben wir nochmal 4 mehr pro Runde. Danke an Flo Heer fürs dritte Abo. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ja? Und was ich gerne, wir können auch nachher noch einen Statthalter zuweisen. Das kann Kyros sein. Der würde dann hier der Stadt Boni geben, Bonusse geben. Ich würde aber gerne als erstes Projekt in der Stadt gleich den nächsten Siedler einstellen. Dann können wir schnell die nächste Stadt gründen. Städte werden durch Siedler gegründet. Und wir sollten ja 2 gute Stadtorte irgendwo in der Nähe haben. Das heißt, den stellen wir an. In der Zwischenzeit, ich klicke hier mal drauf. Ist jetzt als Projekt eingeführt. In 5 Runden ist das beendet. Wir verbrauchen 10 Wachstumspunkte pro Runde und haben in 5 Jahren, in 5 Runden den nächsten Siedler und können mit dem losziehen und irgendeine Stadt gründen. Allerdings gibt es in der Zeit kein Wachstum. Alles, was in der Stadt an Wachstum haben, oh, wir haben doch mehr als, ich habe, glaube ich, habe Unfug erzählt. Ich habe erzählt, nee, wir lassen den weiter. Das ist, glaube ich, nee, das ist ein Standardwachstum, das wir zu Beginn haben. Okay. Also damit beginnen wir hier. Das führen wir hier durch. Und dann würde ich gerne mit ihm hier die Pyramiden bauen. Um die Pyramiden zu bauen, hätten wir 600 Steine. Wir haben nur 300, nur 100. Wir können auch welche kaufen auf dem globalen Markt zu einem schlechten Kurs. Das machen wir im Augenblick nicht. Hängende Gärten bauen wir im Augenblick auch nicht. Feste, das wir bauen würden, ist ein weiteres Militärgebäude, das uns einen weiteren halben Aktionspunkt bringt pro Runde, pro Jahr. Würde 5 Jahre lang gebaut werden und wird jedes Jahr einen Befehlspunkt kosten und würde einmalig 110 an Steinen kosten. Ich würde erstmal gerne die normalen Modernisierungen bauen. Ich würde gerne einen Bauernhof hier bauen. Wir ziehen hier mal rüber. Und wenn wir hier einen Bauernhof errichten würden, dann seht ihr im Tooltip, was es hier an Erträgen gibt. Wir würden 2 Wachstum erzeugen für die Stadt. Wir bekommen 10 Nahrung pro Runde und wir bekommen als Bonus noch, das ist ein, wir können auch gucken, wir können das auch umgekehrt machen. Können gucken, was uns das Spiel empfiehlt für Bauernhöfe. Wenn wir hier oben auf den Bauernhof draufgehen, dann highlightet das Spiel alle Plätze, alle Erträge hier innerhalb der Stadt und dann konnten wir gucken, wo könnte ein Bauernhof die coolsten Erträge bringen. Und ihr seht, die coolsten Erträge wird er eigentlich erbringen. Tatsächlich hier unten, weil da hätten wir die extra Wachstumspunkte zu. Hier würden wir nur Nahrung bekommen. Hier würden wir bekommen 14 Nahrung auf dem Geländefeld hier und 2 Wachstum. Das ist sehr viel. Und hier hätten wir etwas weniger Nahrung hier links auf dem Weizenfeld. Aber wir könnten uns rüberarbeiten hier vorne hin zu der Weide und wir kämen auch in die Reihe in der Nähe der. Und hier könnten wir auch Steine nachher machen. Wir ziehen hier mal hin. Wir bauen hier den Bauernhof, verbrauchen dabei 20 Holz. Wir haben nur 100. 20 gehen einmalig beim Bau weg. Das sind die einmaligen Baukosten. 3 Runden dauert das jetzt hier. Dann würde ich gerne mit dem Scout hier oben direkt reinlaufen, ein Event bekommen. Aber ich würde gerne vorher schon einen Statthalter zuweisen in Bolopolis. Oder wir können den Herrscher Kyros auch der Militäreinheit geben, dem Schleuderer. Kyros, unser Anführer, generiert
Erfahrungspunkte, entweder da, also er muss für irgendwas eingesetzt werden. Der bekommt nur XP, wenn er irgendwas macht. Und die beste Möglichkeit, dass er das macht, ist ihn als Statthalter nutzen oder ihn zu nutzen als General für eine Militäreinheit. Nur im Augenblick würden wir als Militäreinheit wenig machen. Wir haben nur eine Militäreinheit, nur den Schleuderer. Dass wir den einsetzen, um für irgendwelche Abenteuer auf der Karte. Ja, also wenn wir bestimmte Dinge mit ihm aufdecken, also wenn wir zum Beispiel mit ihm aufdecken, hier oben das Teil hier oben, diese Ruine aufdecken, dann würde auch der General ein paar XP bekommen. Aber wahrscheinlicher hat man XP durch Kämpfe und Kämpfe würden wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir zwei Einheiten haben und nicht eine. Ja, das kommt also noch ein bisschen zu früh. Ich finde eigentlich eine coole Idee, ihn einzusetzen als Statthalter. Oder wir können gucken, ob eine andere Familie, das sind die Charaktere, die wir im Augenblick haben, ob was ein anderer hier bringt als möglicher Statthalter. Und wir können ihn zuweisen hier als Statthalter. Und dann würde er als Statthalter, würde er uns geben. Er würde gewinnen 4 Erfahrungspunkte pro Runde. Eigentlich als General cooler, weil als General, also als einer, der einer Truppe befehligt, gibt er der Einheit die Möglichkeit zu heilen. Und das kann man, also im neutralen Territorium zu heilen und nicht in die eigenen Grenzen zurücklaufen zu müssen. Das ist eine Aktion, die man durchführt, heilen. Sonst muss man zum Heilen zurücklaufen. Und als Statthalter hat er gar keine besonderen Bonusse. Das ist nicht der coolste, den man einsetzen kann. Aber er ist auch der einzige, den man im Augenblick einsetzen kann als Statthalter. Weil die können wir, er ist zu jung, sie ist zu jung, Myrod, unsere Tochter. Dann haben wir hier Mandana, die Fanatikerin. Lass uns mal in unseren Stammbaum reingucken, um zu gucken, wo wir stehen. Das ist Kyros, er ist noch nicht vermählt. Wir wollten gucken, dass wir schnell eine Frau finden, damit unsere Nachfolge geklärt ist. Können wir später Gesetze erlassen, dafür brauchen wir aber erst ein paar etwas Forschung. Also er könnte ihn erstmal als Statthalter einsetzen, aber er bringt keine Bonus, er gewinnt einfach nur XP. Wenn wir ihn, das Problem ist, wenn wir ihn einsetzen, kostet das uns einmalig 100 Stadtkapital. Die werden quasi verschwendet. Ja? Also ich glaube, es ist cooler, wir könnten ihn zum Beispiel mit dem Späher verbinden oder wir können. Dann würde er tolle Dinge aufdecken. Oder wir verbinden ihn mit dem Schleuderschützen, weil er ist ja als General cool und dann mal mit dem Schleuderschützen hier oben etwas entdecken. Das finde ich eigentlich besser. Wir weisen ihn einmal dem Schleuderschützen zu. Als General kostet einmalig 100 Militär, 300 haben wir. Und da können wir auch die anderen zuweisen. Und da seht ihr auch die Bonusse, die die anderen geben würden. Er gibt Heilen in neutralem Territorium, 10% mehr Kampfstärke, wenn verwundet. Das gibt 9, sie gibt 9% mehr Angriffsstärke für die Einheit. Und Amestris, die Jüngere, gibt 6% mehr Angriffsstärke, 3% mehr Verteidigungsstärke. Und wenn ein anderer Schleuderer daneben stehen würde, 20% mehr allgemeine Kampfstärke und 10 XP mehr pro Runde. Das ist extrem viel. Aber wir müssen ihn irgendwas tun lassen. Wir machen das hier. Gehen einmal mit ihm her. Kyros wird das hier einmal auswählen und zuweisen. Jetzt können wir allerdings im Augenblick nicht weiterziehen. Wir haben alle Erfahrungspunkte verbraucht. Und deshalb könnten wir auch erstmal ein Stück weiter nach oben hinziehen. Wir haben nur einen Aktionspunkt. Dann nehmen wir mit dem einen Aktionspunkt den Speer und ziehen mit dem Speer irgendwo hin. Hier vorne hin, damit wir hier gleich hier Geld generieren können. Oder hier unten hin, um Einfluss zu generieren für die Stadt. Denn Einflusspunkte verbraucht die Stadt oder Kulturpunkte, es heißt Kulturpunkte, um allmählich eine höhere Stufe zu bekommen. Hat eine Stadt eine höhere Kulturstufe, hat es den Nachteil, dass alle Bürger in der Stadt höhere, mehr Nahrung verbrauchen zum Beispiel, aber das ganze andere coolere Gebäude noch baubar sind innerhalb der Stadtgrenzen durch die Arbeiter. Zuerst kann man nur Basisgebäude bauen und auf einer höheren Kulturstufe auch noch höhere Sachen. Außerdem gibt uns jede Stadt, je nachdem in welcher Kulturstufe sie ist, Punkte für den Gesamtsieg. Und zwar
laufend Punkte, die man hat. Also ein Level von Punkten hier. Schaut mal hier unten, wir haben minus 5 Unzufriedenheit im Augenblick pro Runde. Das ist echt krass. Irgendwann haben wir eine höhere Unzufriedenheitsstufe und dadurch auch Nachteile im Spiel. Also ich würde eigentlich gerne hier hinziehen, dann bekommen wir mehr Geld. Wir haben auch die Knullgeld auf der hohen Kante, dann haben wir so ein bisschen, sind wir ein bisschen flexibler. Und wir suchen allerdings auch einen freien Stadtstandort für den Siedler. Und es kann sein, dass wir den hier unten finden. Wir ziehen mit dem mal nach unten hin. Und das war's schon. Alles in der ersten Runde. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können und müssen, ist, dass wir noch eine Forschung auswählen. Drei stehen zur Verfügung. Und in der Forschung ist das so, dass wir nicht alles erforschen wollen, was wir nicht alles erforschen können, was wir erforschen wollen, sondern das Spiel zieht immer Karten aus einem Pool. Das heißt, zu Beginn, das stehen uns diese drei Forschungen zur Auswahl. Und wenn wir jetzt eine von denen anklicken, dann erforschen wir die über Zeit mit den Forschungspunkten, die wir im Augenblick generieren. Und die anderen beiden Forschungskarten, die werden quasi abgelegt und landen in dem Pool. Und erst dann, wenn unser, hier kann man sich das anschauen lassen, die Karten sind im Augenblick im Ablagestapel und andere bekommen wir. Und erst wenn alle Karten, die wir quasi in der Hand haben, ich weiß, das klingt kompliziert, alle Karten, die wir in der Hand haben, verbraucht sind, dann werden die Karten aus dem Ablagestapel wieder neu reingekommen. Das heißt, wenn wir jetzt eine von den drei nehmen, dann wissen wir, dass die beiden anderen erst sehr spät wieder neu dazukommen. Und das ist echt doof. Steinbrüche brauchen wir zwingend im Spiel. Ohne Steinbrüche können wir keine Steine bekommen und ohne Steine können wir all die coolen Gebäude nicht bauen und all die Welttürme nicht. Also den Steinbruch jetzt zu verlieren, im Stapel zu verlieren, das tut richtig weh. Aber den Kornspeicher zu verlieren, tut auch weh. Einen Kornspeicher bauen wir in der Regel neben Bauernhöfe. Bauernhöfe werden dadurch viel ertragsreicher, geben mehr Nahrung und der Kornspeicher selber gibt auch noch extra Wachstum für eine Stadt. Und das liefert uns quasi so eine rudimentäre erste Religion. Keine große Weltreligion, sondern so eine Ersatzreligion. Das finde ich am ehesten noch verzichtbar. Der Kornspeicher ist toll, aber der Steinbruch ist absolut unverzichtbar. Das hier ist, finde ich, ein No-Brainer. Ich frage mal den Chat. No-Brainer, ne? Wir erforschen einmal Steinhaufen. Wir sehen, dass die Veteranen, sehen, dass die Veteranen, genau wie ich. Steinbruch, No-Brainer, ne? Ohne geht nicht. Einverstanden? Steine für Persien wird im Chat gebrüllt. Und wir können dann noch einen Vorbauen nachher. Steine brauchen wir später, aber wir wissen nicht genau noch, wann das Steinhauen dann wieder forschbar ist. Das heißt, es ist mit einem riesen Risiko verbunden, das jetzt erstmal wegzulegen. Wir sind nicht sicher, wann es wiederkommt. Das Tutorial habe ich eigentlich deaktiviert hier. Einmal wieder raus. Und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen hier abarbeiten. Wir haben die Stadt Parsa gegründet. Wir haben die drei Technologien zum Start: Viehzucht, Fallenstellen und Eisenschmieden. Das hier ist die Viehzucht. Wir können Viehweiden bauen. Pferde geben auf den Viehweiden Aktionspunkte. Fallenstellen haben wir erforscht. Wir können Schleuderer bauen zum Beispiel. Damit hatten wir gestartet. Und Eisenschmieden, dafür können wir einfache Krieger nachher bauen. Eine erste coole frühe Einheit im Spiel, eine Nahkampfeinheit. Alles klar. Das haben wir alles gemacht und wir können eigentlich auf eine Runde weiterklicken jetzt. Oh Gott, wo war noch mal eine Runde weiter? Ich glaube, wir müssen noch eine Entscheidung treffen. Nein. Wir klicken auf eine Runde weiter. Wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Hier würde ich nichts kaufen und verkaufen. Macht eigentlich keinen Sinn. Einfach nur eine Runde weiter, ja. Da sind wir. Und jetzt ist der General da. Wir haben 11 Aktionspunkte im Spiel. Wir ziehen mit ihm hier oben drauf. Den ersten Aktionspunkt verlieren wir, den wir hier hinziehen. Und dann geht es hier drauf und das erste Event kommt, Leute. Unsere Kundschafter entdecken in einem modrigen Grab, das von seltsamen Zeichen und Siegeln umgeben ist,
Eine alte, aber erstaunlich gut erhaltene Schriftrolle. Verunsichert bringen sie den Fund zu euch, um eure Meinung zu hören. Obwohl die Schrift in einer unbekannten Sprache ist, ist sie erstaunlich einfach. Es scheint, man könne die Sprache schnell lernen, wenn man sich dafür etwas Zeit nehmen würde. Drei Möglichkeiten. Wir können die Schriftrolle studieren, um ihre Geheimnisse zu lüften. Dann würde Kyros, also unser Herrscher, eine andere Kategorie, eine andere Art von Spezial, eine andere Art von Persönlichkeit sein. Er wäre nicht länger ein Held. Also es wäre Quatsch, dass wir eben gerade der Einheit zugeordnet hatten, dem Schleuderer. Er wäre plötzlich ein Gelehrter. Und dann könnte er als Statthalter dienen und könnte dann auch coole Bonusse machen. Und hätte als Statthalter... Als Oberhaupt könnte er dann Technologien neu ziehen. Das wäre natürlich sehr cool. Das wäre sehr cool. Also wir hätten, solange er Oberhaupt wäre, hätten wir, könnte es sein, dass wir aus dem Pool von Karten, den wir ziehen, jedes Mal, wenn eine Forschung vorbei ist, eine alte zurückbekommen. So können wir früher an den Kornspeicher rein. Ja? Und damit könnte er, ja, also das finde ich interessant, das wäre eine Option. Wir gucken uns mal die anderen Sachen an. Jemanden ausfindig machen, der den Text entziffern kann. Wir bekämen ein neues Hofmitglied, einen Hofgelehrten, den wir einsetzen können. Kostet uns 5 Gold pro Karte und wir können mit ihm irgendwelche Sachen machen. Also ihn als ich weiß gar nicht, was man mit einem Gelehrten machen kann. Wahrscheinlich als Statthalter einsetzen. Oder einfach alles kaputt machen, die Schriftrolle zerstören und einmalig 4 Legitimität bekommen. Das ist der Wert hier oben. Das ist so quasi die Sache, wenn man nichts anderes Spannendes im Pool hat. Dann machen wir alles kaputt und dann gewinnt er einen kleinen Bonus an Legitimität. Das ist aber nur eine Notlösung. Ich finde eigentlich die Idee ganz cool, mich von einem Held zu einem Gelehrten umzuwandeln. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wir würden in dem Kampf jetzt nicht weiter einsetzen. Andererseits, wir können mit ihm, wir werden ja sehr früh anfangen, Barbaren zu bekämpfen. Ja, wir werden auf neutrale Einheiten stoßen, auf Stämme, wir werden die massakrieren. Er ist noch jung, er ist glaube ich 27 jetzt, Kyros, oder 28. Wir können also darüber, dass wir im Kampf auftreten, mit ihm extrem viele XP bekommen natürlich. Ne? Was würdet ihr sagen? Was sollen wir machen? Sollen wir ihn zum Gelehrten machen oder ihn weiter als Held nutzen? Was würdet ihr machen? Hallo Miriam, schön, dass du da bist. Was würdet ihr machen, Leute? Die meisten sind für Gelehrsamkeit und ihn zum Gelehrten zu machen. Dann lass uns das mal machen. Und er ist immer noch Anführer. Und jetzt könnten wir auch überlegen, ob wir ihn jetzt zum Statthalter nachher umziehen. Er hat auch, glaube ich, gerade XP bekommen, einmalig. Nee, noch nicht. Kann sein, dass er gleich noch ein Event bekommt. Und hier oben können wir noch ein Feld weiterziehen mit ihm. Was ist das hier oben? Ein Rohstoff, den wir sammeln können, Erz, bevor wir einmal 15 Eisen bekommen. Ich würde mit ihm eher runterziehen. Also da, man kann im Prinzip mit den Militäreinheiten genau wie einem Späher auch rumziehen und Bonusressourcen plündern. Nur mit einem Scout zu machen ist klüger, denn wenn der Scout herumzieht, der hat eine höhere Sicht, wird mehr aufgedeckt und er verbraucht pro Aktionspunkt, kann er mehr Felder zurücklegen. Und dadurch ist es effizienter, das mit einem Scout zu machen, ja. Wir ziehen hier mal runter und sammeln etwas Kultur für unten. Wir wollen auch hier unten aufdecken, ob der Stadtstand auch tierfrei ist. Hier geben wir jetzt einmal, machen wir einmal Pelze sammeln, gewinnen 15 Kultur für Bolopolis. Einmalig. Und wie eben erzählt, das ist nach ein paar Runden aufgefrischt. Im Augenblick gibt es dann Cooldown. Und wenn ihr genau hingeschaut habt, habt ihr gemerkt, es hat nicht die Anzahl der Bewegungspunkte reduziert. Es hat nur einen Aktionspunkt aus dem großen Pool uns gekostet. Aber kein Bewegungspunkt für die Einheit selber. Und in Bolopolis haben wir etwas Kultur dazu gewonnen. Hier vorne seht ihr das. Und wir werden jetzt etwas früher eine Kultur
ein Kulturebene weiter oben sein. Mit ihm würde ich weiter nach unten ziehen hier. Der Ort ist leer. Das heißt, hier mit dem Siedler gleich hinziehen ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und wenn ihr mal freundlicherweise mit mir noch hier drauf schauen wollt, ich drücke die Taste B. Diese Geländefelder sind miteinander verbunden mit einem Fluss. Das heißt, wenn wir die Stadt haben wir gegründet, wenn wir hier noch eine gründen werden, dann wird diese Stadt automatisch zum Stadtnetzwerk, zum Handelsnetzwerk hier oben gehören. Und wir müssen die nicht mehr per Straßen verbinden und haben dadurch zu Bonusse, zum Beispiel auf die Zufriedenheit der Bevölkerung, auf deren Erträge und so weiter. Das heißt, den Stadtort sollten wir gründen. Die Stadt können wir hier, hier oder hier gründen, auf einem dieser drei Geländefelder. Mit dem Siedler, den wir in vier Runden hier oben haben werden. Hier würden wir nur 15 Nahrung gewinnen, das finde ich im Augenblick nicht ganz so spannend. Ich würde gerne einen im Umkreis von Bolopolis rumsuchen. Ihr wisst, auf dem Schwierigkeitsgrad, mit dem wir gestartet haben, gibt es zwei leere Stadtstandorte bei uns direkt in der Leere, in der Nähe. Da müssten wir hinlaufen. Einer ist hier oben, wo der zweite ist, wahrscheinlich hier oben, der ist auch leer. Da können wir also auch hinziehen mit dem Siedler. Und der Standort hier oben wiederum, der ist auch verbunden über den Fluss mit dem hier unten, weil das Spiel guckt sich die Stadtfelder an. 1, 2, 3, 4, 5 Stadtfelder. Und die Stadtfelder sind spieltechnisch mit Straßen miteinander verbunden. Ja? Also hier ist überall automatisch eine Straße miteinander. Und hier ist dann die Flussverbindung hier unten hin. Ja? Nein, man kann nicht überall Städte gründen, nur auf diesen Stadtstandortfeldern und drumherum. Ja? Was man auch machen kann, man kann richtig was im Chat, man kann eine Militäreinheit darauf parken, dann kann niemand anders hier drauf eine Stadt gründen. Es sei denn, wir würden militärisch angegriffen werden. Das können wir von Barbaren oder auch von anderen Reichen, die uns den Krieg erklären. Ob das in dieser Spielphase aber so klug ist, unseren einzigen Scout damit zu lahmzulegen, dass der hier parkt, dann möchte ich mal ein paar Fragezeichen hintermachen. Ich würde gerne hier erst noch mehr aufdecken. Ich würde einmal hier raufziehen, was aufdecken und mit der Einheit hier unten rumlaufen. Und ich würde gerne noch ein paar coole Geländefelder ablaufen und überall Ressourcen plündern. Wir haben noch 5 Aktionspunkte. Mit dem würde ich gerne hier unten runterlaufen. Das könnte hier eine große Bergkarte sein, die alles blockt. Das war die letzte letzter Bewegungspunkt hier. Man hat übrigens auf Hügeln eine größere Sichtweite. Trotzdem ziehe ich einmal hier lang. Und die nächste Runde weiter. Ein Jahr weiter, in 4 Runden der nächste Siedler da. Das Folgeevent soeben. Zu der Übersetzung. Das Studium der seltsamen Schriftrolle hat sich ausgezahlt. Oh, wir haben vergessen, ihn zum Statthalter zu machen. Aber obwohl die Worte, die auf ihr stehen, zuerst keinen Sinn ergaben, habt ihr rasch begonnen, sie zu verstehen. Es ist fast so, als ob die Schriftrolle gelesen werden will und euch dabei hilft. Doch selbstverständlich ist das eigentlich unmöglich. Die Schriftrolle handelt von seltsamen Kreaturen und wie ihr mit ihnen kommuniziert. Das Beschriebene ist anders als alles, was ihr bisher gehört habt. Wir bekommen allerdings furchtbares Kopfweh und wir verlieren dabei einen Weisheitspunkt. Es gibt 4 Persönlichkeitswerte im Spiel. Ich habe die nicht mehr alle genau im Kopf. Ich glaube Mut, Weisheit, Tugend oder irgendwie sowas ähnliches. Die können und da gibt es jeweils so Minus- und Pluswerte innerhalb derer, die sich bewegen hier. Wir setzen das Studium fort. Wenn wir das abbrechen, bekommen wir einmalig 16 Gold. Nein, dann gewinnt er einen Disziplinwert dazu. Also Weisheit, Disziplin und 2 andere. Das sind die Persönlichkeitsskala. Also er wird dauerhaft eine Disziplin mehr bekommen. Und als Oberhaupt bekommt er dann, und er ist ja Oberhaupt, weil wir jede Runde 16 Gold gratis kriegen. Und alle unsere Schleuderer würden immer... Nee, nur die Schleuderer von dieser Familie. Also Schleuderer, wenn man eine Militäreinheit, Militäreinheiten werden ja in Städten gebaut. Und die Städte gehören einer Familie. Und jede Einheit, die in einer Stadt entsteht, gehört dann auch dieser Familie dazu.
Und hier sagt dann, und das Spiel sagt hier, alle Schleuderer dieser Familie, die haben dann gewinnen 3 Erfahrungspunkte extra pro Runde. Das sei ein Plus und kein Minus. Stimmt, es ist sogar ein Plus. Willkommen, Herr Weisheit. Danke an Jetto Space. Sehr gut. Augen auf. Jetto Space hat bessere Orklan als WB. Das ist ein Pluszeichen. Wir können weitermachen und gucken, wohin es sich entwickelt. Oder wir nehmen die Disziplin mit. Ich würde sagen, wir setzen es fort und gehen ins Risiko rein. Ja? Und behalten schon mal den Weisheitspunkt. Was ich gerade nicht weiß, ist, wenn wir ihn abziehen von der Einheit, ob die Eventkette trotzdem weiterläuft. Ich vermute darauf, dass die Eventkette gekoppelt ist an die Person und nicht an die Einheit. Deshalb könnten wir jetzt ihn eigentlich hier zum Statthalter machen. Wir gucken mal, welche Vorteile uns das bringen würde mit dem neuen. Oh, schaut mal hier. Wird er zum Statthalter, hätten wir 2 Wachstum pro Runde mehr und einen lächerlich geringen Forschungsertrag pro Runde mehr. Ich bin dafür, soll man das machen? Oder soll man mit ihm weiter rumlaufen? Ich finde, jetzt als Gelehrter kann man das eigentlich machen. Ja? Wer ist dafür, dass Kyros wechselt und zum Statthalter wird? Patschhändchen heben wir dafür, wer dafür ist, dass er Statthalter wird. Dann bekommt er XP durch jedes Bauprojekt, das hier gemacht wird. Ich glaube auch für coole Erweiterungen auf den Kulturgrenzen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ja? Alles klar machen wir. Wir ziehen einmal rüber und ernennen ihn hier zum Statthalter. Das kostet uns 2 Bewegungspunkte und einmalig 100 von den Stadtkapitalpunkten reichsweit hier. Und der Siedler ist jetzt in 3 Runden da. Eben waren es 4, ne? War aber jetzt mehr. Weil wir jetzt mehr Wachstumspunkte pro Runde generieren und weil die Siedlereinheiten aus den Wachstumspunkten generiert werden. Ich hatte, glaube ich, eben behauptet, wir hätten 0 Wachstum pro Runde. Das war Quatsch. Wir haben jetzt 10 pro Runde und jetzt haben wir 12 pro Runde, weil der Statthalter hier auch noch unterwegs ist halt und weil das unsere Familie ist. In 3 Runden und der nächste Siedler. Und nächste Einheit, die wir ziehen können. Jetzt können wir hier einmal plündern, also einmal Geld sammeln. Ein Aktionspunkt und einmal. Kann er das gar nicht? Ach, können das nur. Ich dachte, jetzt bin ich baff. Ach, der kann das gar nicht. Ich dachte, auch die Militäreinheiten könnten plündern. Der kann das hier nicht plündern? Ach, habe ich das falsch im Gedächtnis? Ich dachte, auch die Militäreinheiten könnten das machen. Das ist ja doof. Ich war der festen Überzeugung, die können auch nur die Kundschaft. Habe ich falsch im Gedächtnis. Dann würde ich sagen, wir blockieren mit ihm das Geländefeld hier oben. Oder wir decken weiter Felder auf und suchen, ob wir noch eine coole Ruine irgendwo finden. Wir könnten mit ihm links rumlaufen. Mit ihm laufen wir hier oben rein und suchen hier was. Oder wir bleiben mit ihm hier links und ziehen hier mal ins Ungewisse rein. Hier ist sehr viel Wald. Durch Wald zu scouten ist ballaballa, weil Wald bremst einen massiv aus. Einmal hierhin, wegen Wald gucken. Einmal bis hierhin. Wir haben eine Landmarke aufgedeckt, ein besonderes Geländefeld auf der Karte. Die Bewohner der Landmarke Rubicon erzählen von einer kleinen Höhle am Flussufer, in der man die Geister der Toten anrufen kann, um ihre Weisheit zu hören. Die Erde ist Zeuge von allem, was auf ihr geschieht, und in der geweihten Kammer flüstern sie die Seherin Daifobe. Durch die Musik des fließenden Wassers und die Dämpfe der Unterwelt Geheimnisse zu. Eure Arbeiter weigert sich, der ist die Grammatik durcheinander, weigert sich an diesem Ort der Toten zu verweilen. Das ist kein Arbeiter. Hä? Wo ist denn das gelandet? Ist es überhaupt hier unten ein Event oder ist es ein Event von hier oben?
Wir haben hier unten die Landmarke entdeckt, ne? Das ist der Rubikon. Das ist hier unten ein Event, okay? Wieso steht der Arbeiter? Ist doch kein Arbeiter, das ist doch ein Scout. Also wir können entweder den Seher an den Hof bringen. Die Seherin der Fobe wird zu unserem Hofmitglied als Hofministerin, die haben wir gerade entdeckt. Einmalig zwei Aktionspunkte weniger. Finde ich immer cool. Da kann man jedes Hofmitglied mehr, potenziellen Statthalter zum Beispiel. Wir können die heidnische Höhle zum Einsturz bringen. Das bringt uns einmalig 90 Steine. Steine sind im Augenblick noch nicht da. Oder wir können uns Zeit nehmen, um den Worten der Toten zu lauschen. Dann wird unser König das ein Merkmal bekommen. Und zwar ein Merkmal aus der Kategorie, aus dieser Kategorie hier. Und das wär, dann würde er entweder werden, wir wissen nicht was, entweder wird er dann exotisch, oder er wird gebildet, oder er wird ein Magieanwender, oder er wird abergläubisch. Eines der vier wird gelost. Welches das ist, wissen wir nicht. Das kann alles sein hier. Also das wäre cool. Das wäre extrem cool. Dann würden wir unglaublich viel Stadtkapital gewinnen. Wenn wir exotisch würde, Stadtkapital gut für Einheiten und Co. Gebildet wäre auch cool. Stellt euch das mal an, wir würden global 7 Forschungspunkte mehr bekommen. Wir haben im Augenblick gerade mal 15. Würde er zum Magieanwender werden, hätten wir auch nur Vorteile und würde er abergläubisch werden. Das ist einzig Negative. 3 Vorteile, ein Negatives. Liebe Leute, Wahrscheinlichkeit 3 zu 1, dass wir was Cooles bekommen, das gilt als eine Schwäche. Ne? Das steht da, dritte Zeile, alles andere gilt als was Positives. Komm, wir machen das. Ja? Wir nehmen uns Zeit, um den Worten der Toten zu lauschen. Hört mal hin, Leute. Hört ihr auch die Worte der Toten? Hört ihr die? Bin ich der Einzige, der die hört? Hört ihr die Worte der Toten?